Hallo zusammen, Pauline und ich heißen euch heute wieder herzlich willkommen und freuen uns sehr darauf, euch heute wieder viele tolle neue Designs auf ganz unterschiedlichen Qualitäten präsentieren zu dürfen. Es ist für jeden was dabei, ob für Schultüten, für Hoodies, also auch Baumwolljersey, French Terry, Modal French Terry, viele tolle neue Designs. Das werden wir wieder anhand der ganzen Designbeispiele zeigen, freuen uns darauf und hoffen, es gefällt euch. Und alle Artikel sind dann ab Freitag, den 16. Februar, 9 Uhr, über den Onlineshop bestellbar. Wenn Fragen sind, wie immer, jederzeit melden. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Wir starten direkt mit den ersten Artikeln, genau. Das ist Artikel Paul. Paul ist eine Mischung aus Leinen und Baumwolle. Und hier haben wir verschiedene Farben in gestreift und meliert. Und wir fangen an mit dem Rot, einmal gestreift mit weißen Streifen und weiß meliert. Dann haben wir Salbei in gestreift und meliert. Ein Hellblau. Ein Jeansblau. Hellgrau und schwarz. Hier drauf haben wir viele Modelle, weil die Qualität war beim Probenähen sehr beliebt. Und zwar wurden Topflappen draus genäht und Geschirrtücher. Sehr schick zusammen, aber natürlich auch Bekleidung. Das zeigt Matthias einmal. Genau, Bild ist voll. Also es gibt wirklich, ist sehr einsatzfähig, der Artikel. Ob für Herrenhemden, der ist so leicht meliert, wie so ein Chambray so ein bisschen. Oder hier die Damenbluse in dem hellen Streifen, in hellblau. Da vorne ist dann die Hose. Zu der Spitze kommen wir gleich noch. Genau. Oder für Kleider sehe ich aber auch im Kinderbereich, für Sommerhosen, genau, Kinderkleider, Herrenhemden. Also wirklich ein sehr tolle neue Artikel, eine schöne neue Qualität, richtig schön sommerlich. So, hier haben wir ebenfalls eine Leinmischung, diesmal mit Viskose, Artikel Ronda, ist gewartig, gibt es in diesen 6 Farben. Und zwar hier einmal in dem Beige. Dann einmal in Pink. Und man sieht dann hier auch die Rückseite, also den kann man wirklich perfekt von beiden Seiten nehmen, auch für Tücher und so weiter. Einmal hier in dem kräftigen Lila. Dann ein helles Türkis. Ein richtig schön kräftiges Royalblau. Und einmal dieses Dunkelgrau. Und hier zeigt Pauline auch nochmal ein Modell dazu. Ja, hier haben wir ein richtig schönes Sommerkleid mit Stehkragen, einer Stufe drin. Und hier kann man natürlich auch sehen, wie wunderbar man mit dieser Batik-Optik spielen kann. Ich drehe es einmal. Und er ist richtig schön dicht, also blickdicht, aber trotzdem noch sehr, sehr leicht und für den Sommer ideal. Für Hosen finde ich den auch mega schön. Ja. So eine Batik-Hose. Wo das eine Hosenbein anders aussieht als das andere, finde ich schon cool. Weißes Shirt einfach drüber. Ja, richtig schön. Ja, und durch Leinen ist halt auch einfach eine richtig tolle Sommerqualität. Ja. Und jetzt kommen wir zur Spitze. Das ist der Artikel Bomo Lace. Den haben wir ja eben gerade schon einmal kurz gesehen. Ich kann es einmal zeigen. Es ist eine festere Spitze, also nicht dünn. Sie gibt ein wenig nach und ist auch super geeignet. Ich finde die nicht nur für Bekleidung schön, sondern auch, wenn man eine Bobo-Schultüte machen möchte. Das zeigen wir ganz zum Schluss noch einmal mit unserer Webware. Ist es auch super als Tüllersatz, wenn man so das Bobo-Thema aufgreifen möchte oder als Borte es verwenden möchte. Hier haben wir Natur und Schwarz. Und Matthias hat zwei wunderschöne Modelle da.
Genau, hier einmal das schöne Sommerkleid in dem Naturton und einmal, das habt ihr ja gerade schon gesehen, einmal die, das Oberteil, die Jacke aus der schwarzen Spitze und wie gesagt hier dann kombiniert mit dem Artikel Paul. Und ja, ist, oder wie gesagt, Pauline sagte schon, auch für Schultüten, also ist wirklich auch ein Artikel, der sehr vielseitig eingesetzt werden kann. So, dann kommen wir zu Artikel Egge. Das Ganze ist ein Baumwoll-Jersey. Diese beiden Designs gibt es in drei unterschiedlichen Farbstellungen. Und zwar einmal hier mit den Einhorn und den Feen. Hier einmal auf einem dunklen Petrol. Passend dazu die Blume. Das Ganze gibt es dann auch auf Altrosa. Wieder mit dem Einhorn und der Fee. Hier dann wieder der Kombistoff dazu. Und einmal auf weißem Untergrund. Und hier auch wieder der Kombistoff dazu. Und wir machen weiter mit Jersey, mit Baumwoll-Jersey. Und hier haben wir den Stoff unserer ersten Designerin, Sabine Marschall. Und hier haben wir wieder Artikelname, ist auch verrät, Baufahrzeuge. Der Artikel heißt nämlich Achtung Baustelle. Hier auf Natur und immer der passende Streifen. Und einmal auf einem schönen Mittelblau, auch wieder mit passendem Streifen. Und dieser Artikel eignet sich auch super als Futter für Walkoveralls. Und dann kann man mal sehen, wie schön hier auch der Senfton dazu passt. Also wenn man Baufahrzeuge kombinieren möchte oder auch einfach einen Streifen, kann man super schön miteinander kombinieren. Ja, und ich habe hier auch nochmal ein schickes Modell. Einmal hier die Jacke mit den Baufahrzeugen auf Natur. Dann hier das Shirt mit den Plottern auch drauf. Die passende Mütze dazu. Also ist, genau, richtig tolles Design. So ein bisschen aquarell gehalten. Und ja, oder halt perfekt auch für Innenfutter. Also sehr vielseitig wieder. So, dann nochmal ein Design von Sabine Marschall, ebenfalls ein Baumwoll-Jersey, ist einmal mit den Ponys, also Isle of Ponys heißt der Artikel, gibt es in zwei Farbstellungen, und zwar einmal die erste ist auf Naturfarben im Untergrund, mit den Ponys, den Regenbogen und den Sprenkeln im Hintergrund, dann einmal die Hufeisen mit den Blumen und den Herzen, dann einmal mit dem Regenbogen und den Herzen und den Sprenkeln im Hintergrund. Und einmal hier die Sprenkel und die Herzen, die dann in Altrosa sind, auf dem Natur. Und das Ganze gibt es dann auch noch in dem Salbeiton, und zwar mit den Ponys. Dann einmal die Hufeisen. Der Regenbogen. Und dann wieder die kleinen Herzen dazu. Ja, auch hier haben wir zwei wunderschöne Modelle. Hier kann man auch sehen, wie toll man die Farben untereinander kombinieren kann. Hier haben wir einmal so einen kleinen süßen Pulli, den man übers Kleid ziehen kann. Die passende Leggings. Und hier haben wir auch noch eine schöne Kombi. Einmal die Ponys. Kombiniert mit dem Regenbogen und dann in Salbei diese schöne Legging. Der eignet sich natürlich wieder perfekt auch als Innenfutter für die Bike-Overalls. Jetzt kommen wir zum Artikel Samen. Ein Baumwoll-Jersey. Hier haben wir einmal die Feuerwehr in Natur und Jeansblau. Dazu passend zwei Streifen, einmal Querstreifen, die so ein bisschen unregelmäßig sind, schmal gehalten, und einmal Längsstreifen. Kann man wunderbar zu der Feuerwehr kombinieren.
Und wir haben einmal die Polizei in Natur und Jeansblau. Und auch hier haben wir wieder die Streifen aufgegriffen. Einmal die Querstreifen und einmal die Längsstreifen. Zeigt sich einmal hier die Polizei und hier die Feuerwehr. Und in diesem Artikel haben wir auch vier verschiedene Blumendesigns. Hier einmal in schön kräftigen Tönen, Pink und Lila. Hier haben wir verschiedene Lila-Töne mit Blau und Grün auf weißem Untergrund. Hier in Beere gehaltene Rosen mit Aprikot wieder auf weißem Untergrund. Und hier haben wir blaue Kornblumen, Aquarelltöne in Rot und Braun auf weißem Untergrund. Hier haben wir auch noch verschiedene Modelle. Die zeigt Matthias jetzt einmal. Genau, und zwar hier einmal dieses florale Design, ist dann hier ganz raffiniert gemacht. Da wurde der Artikel Clarissa eingesetzt. Also den haben wir ja auch in sehr, sehr vielen Farben. Da wurde jetzt die Farbe 645 eingesetzt. Das ist so ein dunkleres Lila. Aber auch da würde man viele andere Farben zu kombinieren können. Oder auch bei dem Hoodie, da wurden jetzt zwei Farben von dem Clarissa eingesetzt. Dann hier bei der Waldjacke sieht man auch, Pauline hat es ja gerade schon bei anderen Designs angesprochen, auch passend als Innenfutter. Das wurde hier jetzt auch mit dem floralen Design gemacht. Genau, und hier oben dann auch wieder der Clarissa. Dann einmal hier den Längsstreifen, einfach einzeln als Oberteil. Genau, und hier habe ich dann noch einmal dieses Kinderoberteil, wurde hier dann mit dem Vanessa Jersey als Mütze. Und ich habe es jetzt gefunden. Sehr gut. Gib dir mal das kleine Mützchen. Ja, hier haben wir noch eine richtig schöne Kombi aus Vanessa Melange und der Polizei in Weiß. Genau, und die Mütze dann dazu mit dem Bündchen dann passend dazu. Sehr schöne Kombi. Total, total. Und gerade dieses Aquarelle und so weiter ist ja sowieso sehr angesagt. Ja. So, dann kommen wir zum nächsten Artikel. Artikel Joy ist ebenfalls von einer neuen Designerin, Annette Kittier. Ist ein Baumwoll-Jersey. Das erste Design gibt es in zwei Farbstellungen. Und zwar einmal auf einem ganz hellen Untergrund, also ein ganz helles Grau. Auch diese Aquarellfarben. Und hier einmal auf einem schönen leuchtenden Petrol. Und hier wird es dann einmal etwas bunter, auch wieder so Aquarell, alles auf naturfarbenem Untergrund mit den Blüten hier. Dann einmal die Farbkleckse dazu und einen passenden Querstreifen. Und hier haben wir dann auch nochmal sehr schöne Modelle. Ja, hier haben wir ganz viele schöne Modelle. Alles sehr sommerlich und es macht Vorfreude auf die warmen Tage. Hier einmal das gestreifte klassische Shirt, kann ich mir auch super vorstellen, mit einer schönen Leinenhose, wie zum Beispiel aus unserem Artikel Damiel, aus unserem Basic-Sortiment in Weiß, finde ich, kann man hier wunderbar zu kombinieren, oder einen Rock. Dann haben wir einmal die Punkte, hier ist das Oberteil an der Seite gerafft. Guck mal zu. Hier haben wir einen Crop-Top. Hier ein Oberteil mit Puffärmelchen, hier ein Rollkragenoberteil, also man kann wirklich alles draus machen. Und ganz besonders niedlich finde ich dieses Kleidchen für Kinder mit rotem Bündchen abgesetzt. Ich könnte mich auch schon auf Sofa setzen. Aber kommen wir später nochmal zu, oder?
Und hier haben wir neue Designs von Mrs. Mint Design. Der Artikel heißt Fantastische Zauberwelten, ist ein Baumwoll-Jersey. Und hier starten wir einmal mit dem Einhorn auf einem hellen Mint-Untergrund. Im Hintergrund sieht man Regenbögen. Die findet man auch auf dem Kombistoff wieder. Dann haben wir noch richtig niedliche kleine Drachen auf einem dunklen Lila-Ton. Im Hintergrund sieht man auch Sterne und Regenbögen. Die findet man dann auch wieder auf dem Kombistoff. Und diese Drachen haben wir auch in einem richtig schönen dunklen Petrolton. Im Hintergrund sind hier Sterne, die man auch auf dem Kombistoff findet. Ich zeige jetzt nochmal alle Designs zusammen. Sehr, sehr schön gezeichnet. Die kleinen Drachen für dich sind auch mal was ganz Neues für Jungs und Mädels. Sieht man nicht so häufig. Genau, total. Das Einhorn ist natürlich Standard. Das ist, ja, gehört schon wie so ein Animal Print zur Basic-Kollektion. Und hier, diese Drachen sind aber wirklich total süß und neu. Total. Und das erste Design kam mir letztes Jahr sehr, sehr gut von ihr an. Ja. Und, long time ago. Genau. Und jetzt einfach mal was auf Baumwoll Jersey, jetzt fürs Frühjahr. Ja. Finde ich auch total gut, ja. Genau, und hier haben wir dann auch ein paar schöne Modelle. Genau, hier einmal mit dem Drachen. Hier unten wurde dann der Vanessa Jersey kombiniert. Hier vorne ist dann einmal dieses Bügelbild. Das bleibt es dann auch nochmal auf. Ich finde die Mütze dann auch total witzig. Fetzig darf ich ja nicht sagen. Ich Entschuldigung. Genau, der Maulkorb klappt nicht immer. Ne? Genau, hier einmal das schöne Kleid. Genau, hier dann auch nochmal mit dem Einhorn. Und hier das Oberteil, wo dann einmal der vermeintliche Kombistoff genommen worden ist und der Hauptstoff dann für die Ärmel und für die Rückseite. Genau, wir hatten da ein Leo-Design aus. Ja, komisch. Genau, Artikel Vera, ein Baumwoll-Jersey, gibt es in drei Farbstellungen. Genau, Leo ist ja auch ein zeitloses Design und im Moment halt ja, gefühlt noch mal mehr im Trend wie sonst auch. Genau, und gibt es in drei Farbstellungen, und zwar einmal hier in dem beigefarbenen Untergrund mit Braun und Schwarz. Dann einmal hier in Pink mit einem dunkleren Pink und Schwarz. Und einmal hellgrau Untergrund mit dunkelblau und Schwarz. Ja, dieses Oberteil ist ein ganz besonderes Oberteil. Das durfte ich mir nämlich von meiner lieben Kollegin Yvonne ausleihen. Das trägt sie schon ganz, ganz lange, weil diesen Artikel hatten wir nämlich schon einmal und da immer wieder nachgefragt wurde. Hier kann man auch sehen, wie toll die Qualität ist. Es wurde wirklich schon sehr oft getragen. Da wurde sich drin verliebt und wir durften uns das jetzt ausleihen. Und ich finde es total toll, auch für, wir reden immer von Kinder-Overalls und Futter, aber auch für Damen ist natürlich ein Futter für Overalls, für Mäntel total angesagt. Und wenn man einfach sich einen ganz schlichten schwarzen Damenmantel oder Jacke nehmen möchte, kann man das natürlich auch super als Innenfutter benutzen, dass es nur so ein bisschen rausblitzt bei den Taschen oder in der Kapuze oder im Kragen. Finde ich auch immer super schön. Man darf nicht immer nur an Kinder-Overalls denken, sondern auch an Damenjacken. Danke, Frau. Weil sonst rede ich noch weiter. Nee, ich war ein Maulkorb, den ich abgemacht habe für zwei Stunden. Jetzt. Und das, der kommt nachher erst wieder dran, wenn ich nach Hause muss. So, dann geht's weiter mit Thorsten Berger. Hier haben wir zwei Paneele mit einem Design. Sind ca. 90 cm hoch, ist ein Baumwoll-Jersey. Und hier haben wir eine richtig fetzige Möwe. Einmal auf einem lila Untergrund. Und dieses Panel, das ist einmal die Farbnummer, haben wir auch in Blau.
natürlich haben wir dazu auch wieder passende Kombistoffe. Einmal in Lila und Blau. Einmal anschauen für die Farbnummer und dann würden wir es noch einmal groß vorne zeigen. Genau, Pauline hat es ja schon gesagt, Baumwolljersey, 90 cm ist die Panelhöhe. Genau, da sieht man dann den perfekt passenden Kombi. Bis jetzt nochmal einmal um. Die Rückseite geht dann so weiter. Das ist die lila Variante und dann einmal in diesem schönen kräftigen Blau. Da kann man auch super, ich sehe es nicht gerade, ja, wenn man sich daraus ein Shirt nimmt, nachher den Bene als Cardigan. Ja. Genau. Aber du nimmst ja schon wieder was vorweg. Ja, so, dann kommen wir zu einem Baumwolljersey von Christiane Zielinski, Artikel Wild Animals, wie der Name schon sagt, mit unterschiedlichen Tieren. Hier einmal die Giraffe auf zwei Untergründe, einmal auf Natur und einmal auf den schildfarbenen Untergrund. Dann einmal die Elefanten auf schildfarbenem Untergrund und einmal auf dem Grau. Dann einmal die Geckos auf Natur mit den Sprenkeln dann auch im Hintergrund und einmal auf Grau. Dann einmal die Papageien auf Natur und wieder auf Grau. Und hier einmal die Schmetterlinge auf Natur und auf Schilf. Und hierzu gibt es dann passend auch die Sprenkel. Sind dann auch die drei Farben, die ich gerade schon gezeigt habe. Einmal Natur, einmal dieser Schilfton und einmal Grau. Und die kann man einzeln natürlich sehr, sehr gut nehmen, aber sie passen dann halt wirklich auch perfekt zu den ganzen Designs. Ich zeige jetzt noch einmal, hier wären es die beiden dann, oder bei den Papageien dann der Natur- und der Grauton. Bei den Geckos ebenfalls Natur und Grau. Die Elefanten in Schilf und Grau. Und das erste Design war der mit den Giraffen und einmal Natur und dann der Schilfton. Pauline steht schon parat. Ja, hier haben wir ein ganz klassisches Shirt. Und hier kann man auch sehen, hier wurde beim Ärmel der Kombistoff eingesetzt und wie der nahtlose Übergang der Farben. Das fällt gar nicht auf. Ja, wir machen weiter mit Artikel Ringe. Das ist ein Rippjersey mit einer etwas breiteren Rippe. In unserem Basic-Sortiment haben wir ja den Artikel Marissa. Dann kann ich den einmal zum Vergleich hinlegen. Da ist die Rippe deutlich kleiner. Das kann ich auch nicht so sehen. Können. Hier haben wir auf Natur, Marine, Royalblau, Hochrot und einen Camelton. Und natürlich haben wir diesen Artikel auch in Lila. Das ist der Artikel La, 95% Baumwolle, 5% Elastan, auch in Marine, Royalblau, Hochrot, Camel und Natur. Ich zeige sie jetzt noch einmal zusammen. Kann man wunderbar miteinander kombinieren. Ich sehe da auch richtig schöne, lange Sommerkleider, Hosen, Shirts. Ich finde den richtig schön. Auch für Bodies finde ich den mega gut. Genau, gerade also ist nicht nur im Erwachsenen, sondern auch im Kinderbereich. Also
Männer, Frauen, also sehr vielseitig auch wieder einsetzbar. Ne? Ja, auch für Erwachsene, ja. Also für einen Damenbeutel finde ich das auch super schön. Mit einem hohen Rock in Marine und das Oberteil als Body dann so, das finde ich auch richtig schick. Kann man viel kombinieren. Ja. So, dann kommen wir zu Artikel Garden Rides. Das Ganze ist ein Artikel von Cherry Picking. Ist ein Rip Jersey, gibt es in drei Farbstellungen. Und zwar einmal auf dem beigefarbenen Untergrund, dieses florale Design, auch ein bisschen aquarell gehalten. Dann einmal hier auf Aprikot. Und einmal hier auf diesem Tog. Und dann auch hier mit den Altrosa und grünen Tönen. Ja, und hier haben wir einmal das in Aprikot. Das ist zum Sommer hin eine meiner Lieblingsfarben. Richtig schick hochgeschlossen. Und hier haben wir die Natur. Und wir haben ja gerade von Damenbodies gesprochen. Und das ist nämlich eigentlich ein Body. Mit einem schönen hohen Rock, der bis hierhin geht, ist das ein richtig schönes Oberteil. Wir machen weiter mit Artikel Shadow. Warte mal, ob es die Kamera scharf stellt. Ja. Artikel Shadow ist eine Baumwollwebware, ein falscher Uni. Und wir haben diesen Artikel in 32 Farben. Und wir starten einmal mit den Grüntönen. Hier ist einmal Kiwi. Und Heugrün, Dunkelgrün, dann die erdigen Töne, ein Natur, zwei Beige-Töne. Hier kann man auch wirklich den Unterschied sehr gut sehen. Hier haben wir einen Sandton, Taub, Anthrazit, zwei mittlere Grautöne, und hellgrau. Hier haben wir rosa, pink, lila Töne, ein helles Pink, altrosa, pink, lila, Flieder, ein Altflieder und zwei lila Töne. Hier haben wir ein sattes Gelb, Senf, Rost, Rot, Kirschrot und Dunkelrot. Und die Blautöne dürfen auch nicht fehlen. Hier haben wir ein Mint, Altmint, ein sattes Türkis, Mittelblau, Jeansblau und Marina. Ich zeige Ihnen diese noch einmal auf der Karte. Und diesen Artikel kann man super für Schultüten benutzen. Oder auch als Kombi zu dem Artikel Dotti, der ja schon bei uns im Basic-Sortiment ist. Und wenn man die Schultüten näht, kann man das super miteinander kombinieren. Ich zeige es mal so. Und da so ein bisschen Überblick. So, weiter geht's mit Baumwollwebware, Artikel Tim. Ebenfalls ideal für Schultüten, Etuis, Leseknochen und so weiter. Sehr vielseitig einsetzbar. Natürlich auch einige Designs, Tascheninnenfutter und so weiter. Genau, einmal hier perfekt für die Einschulung mit den Buntstiften. Hier einmal die Schulutensilien auf weißem Untergrund.
ein Fußballdesign, ob für Schultüte oder dieses Jahr ist ja auch die Heim-EM. Dann das Einhorn-Universum. Hier einmal die Dinos. Und hier kann man dann auch perfekt dieses Mosaikmuster zu kombinieren in dem kräftigen Grün. Dann hier einmal auf dunkelblauem Untergrund die bunten Zahlen. Hier einmal die kleinen Herzen auf weißfarbenem Untergrund. Und einmal die Pferde. Das war der Artikel Tim. Und jetzt kommt Artikel Tinhold, ebenfalls Baumwollwebware. Und zwar einmal mit den Einhörnern auf rosafarbenem Untergrund. Genau, hier habe ich jetzt zum Beispiel ein schönes Modell. Genau, innen drin einmal kombiniert mit dem Artikel Rex. Dann nochmal ein Fußballdesign. Jetzt hat das. Genau, einmal in klein. Das gibt es dann auch in groß. Und hier zeige ich auch nochmal zwei Kissen dazu. Genau, einmal hier das Großkissen. Wenn ich jetzt so eine Hand habe, man könnte es auch, also mein Sohn Roman wird sicherlich auch als Fußball benutzen darüber, ist natürlich sehr beliebt. Muss man nur die ganzen Vasen wegstellen. Dann einmal das Weltraumdesign, auch perfekt für Leseknochen oder hier das Universum. Einmal der und hier einmal das Weltraumdesign. So, und die Designs hatten wir gerade schon mal auf Jersey. Die gibt es ebenfalls auch auf Baumwollwebware. Einmal mit der Feuerwehr und dem Hubschrauber auf hellblauem Untergrund. Einmal auf dem Jeansblau. Und die Feuerwehr darf natürlich auch nicht fehlen. Einmal auf weißfarbenem Untergrund und auf Jeansblau. Jetzt kommen wir zu dem Artikel Korkun gemustert. Unser Korkartikel ist ja schon bekannt, 4 mm stark, richtig schön flexibel. Hier haben wir ein Design mit Ornamenten. Man kann hier auch schon mal auf dem Foto sehen, was Matthias gleich zeigen wird. Hier haben wir Ginkgo-Blätter. Ein abstraktes Blumendesign. Ein Blätterdesign. Das ist so ein ganz leichter Beereton. Und ein Graffiti-Design. Und Matthias zeigt jetzt alle die tollen Taschen. Genau, hier einmal dieses Ornamentendesign ist hier kombiniert mit dem Rex Metallic in Grün. Könnte man aber auch wirklich sehr schön mit dem Vanya kombinieren. Den kennen ja auch viele von euch, ob jetzt mit Grün oder mit einem Naturton. Oder hier einmal das Portemonnaie, auch mit dem Rex Metallic kombiniert in Grün. Könnte ich auch mal nach Hause nehmen. Dann hier einmal das Ginkgo-Design mit dem Vanya hier kombiniert und dem Rex. Auch da, das Design lässt es dann auch zu, dass man andere Farben dazu kombiniert. Vielleicht gibt es auch irgendwann noch mehr. Könnte sein. Weiß man nicht. Das weiß man nicht so genau. Nee. Aber das ist jetzt schon das zweite Mal, dass du so Andeutungen machst und irgendwas vorwegnimmst.
Beim dritten Mal gibt es eine Abmahnung. Ja. Genau. Macht ja auch nichts aus. Genau. Aber es könnte natürlich möglich sein, dass es irgendwann nochmal weitere Farben gibt vom Vanya. Genau. Und hier einmal das Design mit der Schrift. Genau. Mit Pink kombiniert und mit Schwarz, also mit dem Kunstleder wieder. Der Artikel Core kommt im März. Also der ist nicht direkt lieferbar. Alle anderen Artikel, die wir bisher gezeigt haben, sind sofort lieferbar, aber der Kork kommt im März. So, dann kommen wir zu Artikel Namibia. Das Ganze ist eine Viskose-Webware. Genau, einmal hier mit dem Leo-Design. Habt ihr vielleicht gerade im Hintergrund schon gesehen, das Modell. Dann hier einmal das Zebra-Design und hier einmal das Blätterdesign. Richtig schöne, kräftige Grüntöne und Pauline zeigt jetzt hier nochmal was dazu. Ja, hier haben wir einmal eine Bluse, wo der Ausschnitt mit einem Gummi versehen wurde, dass man es vielleicht auch über eine Schulter tragen kann. Hier haben wir ein richtig tolles Stufenkleid im Leo-Look. Dafür ist der Stoff wie gemacht. Er ist auch überhaupt nicht durchsichtig. Ich selber habe auch ein Kleid daraus aus dem Zebra. Das wäre mein Ersatzkleid gewesen und das ist wirklich richtig angenehm. Also das ist auch eine neue Qualität. Die haben wir auch noch nicht so lange, die neue Viskose-Webware. Und sie ist wirklich richtig, richtig toll, blickdicht. Aber trotzdem überhaupt nicht steif, richtig schön weich und fällt richtig gut. Und sie knittert auch ganz so doll. Also das ist, muss man wirklich sagen, wenn man lange sitzt, hat man nicht so diese Knitterfalten. Und hier haben wir noch einmal den Dschungel. Und hier strahlen die Farben auch total. Stelle ich mir auch super vor als langes Kleid. Das wird auch nicht zu viel mit dem Muster. Und hier wurde Heike, unser Bündchen, in Marine benutzt. Kann man auch super Bündchen und Viskose-Webware trauen sich immer mehr, auch mit anderen Qualitäten die Viskose zu mischen. Ja, dieser Qualitätenmix und ja, so weiter, das, man darf ruhig ausprobieren. Genau, wir sind noch am Rollen. Ich bin schon da. Und wir machen weiter mit Viskose-Webware. Und zwar ist das ein Design von Bienvenido Colorido. Das hat nämlich auch super schöne Farben. Haben wir in dieser einen Farbstellung und das zeigen wir jetzt am besten einmal in einem großen Stück. Du machst doch Kilometer. Genau, hier sieht man es dann nochmal in groß. Ja, das ist richtig, richtig schön. Das ist bunt, aber trotzdem nicht zu bunt, weil ich finde so diese Aquarelltöne sind richtig schön. Dieses Grün. Es sieht halt so aus wie 3D. Total, genau. Und ich sage, man sieht es jetzt vielleicht, also wir können es ja etwas höher halten, aber es ist wirklich blickdicht. Also es ist wirklich, ja, und flattert halt schön, genau, luftig. Ja, richtig schön. Also man sieht es auch jetzt, halt meine Hand scheint, aber man sieht wirklich nichts. Ne. Dass ein bisschen das Licht durchscheint, ist normal. Ja. Bitte schön. Danke. So, dann kommen wir zum Artikel Bene. Bene kennen ja viele von euch, ist ja seit vielen Jahren eine sehr, sehr beliebte Qualität im Swarthinghaus und haben wir jetzt wieder 6 Modefarben. Und genau, da gibt es ja wirklich die Rückmeldung, dass er nicht pillt nach der Wäsche, dass er sehr, sehr langlebig ist. Also ja, ist eine sehr, sehr beliebte Qualität und da gibt es jetzt halt mal wieder 6 tolle Modefarben. Und zwar einmal dieses Flieder. Dann einmal Pink, ein richtig schönes, kräftiges Rot, Royalblau, ein schönes, kräftiges Türkis und einmal in Beige. Und den kann man natürlich auch super mit der Viskose von gerade kombinieren.
Genau, jetzt mit dem Grünton, mit dem Rotton, mit dem Beereton, also den kann man wirklich sehr, sehr gut kombinieren. Oder auch mit dem Leinenartikel Ronda, den wir gezeigt haben, ob man es jetzt Ton möchte, aber auch da kann man wirklich sehr, sehr gut kombinieren. Oder hier jetzt mit dem Türkiston. Beige. Genau. Jetzt kommen wir zum Artikel Elsa. Elsa ist ein Feintüll, ist auch schon bekannt. Den hatten wir schon öfter und da er so gut ankommt, haben wir ihn jetzt wieder aufgenommen. Vor allen Dingen für die Karnevalssaison, für Schultüten ist das nämlich ein richtig toller Artikel. Hier haben wir einmal Weiß, einen zarten Rosaton und ein ganz zartes Türkis. Kann man den Unterschied einmal sehen? Die Sterne haben so eine Hologrammoptik, die glitzern richtig schön im Licht und Matthias zeigt jetzt einmal ein richtig tolles Prinzessinnenkleid. Genau, einmal hier aus dieser türkisen Variante. Man sieht hier auch ganz toll diese, diese Hologramm-Sterne, die dann schön glitzern sind. Der fällt halt schön, wird für Schultüten genommen, wird für Kleider genommen, für Abschlüsse und so weiter. Genau, hier jetzt kombiniert mit dem Vanessa-Jersey, also auch sehr, sehr vielseitig. Hatten wir ja schon ein paar Mal, kam immer sehr gut an. Und ja, den haben wir jetzt einfach nochmal wieder reingenommen, weil immer wieder Kunden von euch danach gefragt haben. Genau, den gibt es dann in den drei Farben. So, dann kommen wir zu einem Modal-Fletch-Teddy, Artikel Europa. Der ist von Käselotti. Gibt es in zwei Farbstellungen. Und zwar hier einmal mit dem Eisvogel und den Ornamenten auf einem ganz dunklen Lila. Und hier einmal auf schwarzem Untergrund, so ein bisschen bunter. Und Pauline zeigt dir nochmal, was das ist. Ja, hier haben wir einen langen Rock. Unkombiniert ist hier Vanessa in Lila. Passt wunderbar dazu, weil hier so viele schöne verschiedene Lila-Töne drin sind. Und man kann hier auch mal dieses tolle Muster sehen. Aber das zeigen wir gleich noch einmal groß. Hier haben wir die College-Jacke. Dafür ist das Muster natürlich super geeignet. Das ist eine richtige Statement-Jacke. Schön bunt. Ist natürlich auch super, dass hier, also es sieht natürlich richtig klasse aus, dass das hier alles so aufeinander trifft. Und hier haben wir ein Stufenkleid mit einem passenden Halstuch. Und jetzt zeigen wir einmal das Muster nochmal groß. Hier kann man nämlich sehen, wie toll man damit spielen kann. Genau, das ist einmal die buntere Variante. Und einmal lila mit dem Schilfgrün. Ist auch eine richtig schöne Kombi. Lila und Schilfgrün. Jetzt machen wir weiter mit dem Artikel Vollzelt. Das ist ein French Terry. Und hier haben wir eine Aquarelloptik in Pink und goldenen Tönen. Dieses Design haben wir auch in Rottönen. Und ein Blau-Türkis darf auch nicht fehlen. Hier haben wir auch noch in dem Artikel Vollzelt der French Terry ein Blumendesign mit blauen Blüten und etwas gedeckter mit lila, Senf und braunen Tönen. Hier haben wir fünf Modelle und zwar vier stehen hier vorne. Genau, und zwar aus diesen Aquarelltönen einmal in dem Blau gehalten, ob jetzt für Männer, für Frauen, hier die, der Hoodie innen drin, dann einfach abgesetzt mit einem petrolfarbenen Jersey. Genau, hier einmal das Oberteil
dann abgesetzt mit einem Ockerton, kann man natürlich auch mit einem Pink- oder Erika-Ton absetzen. Genau. Hier ist zum Beispiel die Kapuze abgesetzt mit einem Rip-Jersey. Ja, und Paulina, das habt ihr ja gerade schon mal gesehen, hat dann aus diesem floralen Design ein schickes Kleid und ist halt auch richtig schön sommerlich. Also ja, schöne Qualität, tolle Designs. Also hast du hier mal wieder was hingelegt? Ja, was ist das denn? Das ist, warte, ich muss eben, das ist ein Softshell, ein Nano-Softshell mit einer grauen Abseite. Ja, das nächste Design ist, also ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Mit einem Animal Print. Genau, der Stoff hat so ein bisschen Geschichte. Pauline hat sich da damals durchgesetzt. Genau, und der ist damals ganz okay angekommen. Nein, der war damals wirklich sehr schnell weg und deswegen haben wir den nochmal wieder aufgelegt. Also wie gesagt, ist ein Nano-Softshell, graue Fließabseite mit dem Leo-Design auf diesem Apricot. Dann einmal das Eukalyptus-Design auf naturfarbenem Untergrund. Einmal das Einhorn auf Dunkelblau. Das haben wir ja schon seit vielen Jahren auch im Baumwoll-Jersey im Programm. Artikel Theo, der, ja, irgendwie das Design ist es halt immer wieder und deswegen auf Softshell. Und hier einmal ein Blumendesign mit einem Streifen im Hintergrund, schwarz-grau. Und Pauline zeigt jetzt nochmal zwei Modelle dazu. Ja, hier haben wir einen richtig schicken Damenmantel. Innen drin wurde er mit Heide, unserem Fahnentuch, gefüttert. Und auch hier bei den Taschen. Und natürlich das Leo-Design. Dieses super niedliche Jäckchen. Ja, es ist absolut mein Lieblingsdesign. Ich habe mich einfach da drin verliebt. Das ist wirklich nicht im Stich. Sonst kommt der Korb wieder. Und jetzt machen wir weiter mit der Baumwollwebware Tumba. Diese Baumwollwebware hatten wir Anfang Januar im Newsletter und es endet die Vororder am 25.02. Das heißt, wenn unsere Hausmesse oder wenn unsere Messe endet, dann endet auch diese Vororder und wir wollten Ihnen noch einmal den Artikel zeigen. Hier haben wir ganz viele verschiedene Blumendesigns. Und natürlich auch abstrakte Designs und Streifen. Hier haben wir die Blumenornamente. Ein kleines Blumendesign in Afrikotönen. Blätter, Blumen, Streublümchen, Kreise. Und wieder ein Blümchendesign. Streifen, Ranken. Blumen und Punkte. Und in dieser Farbstellung einmal die gleichen Designs. Ich gehe sie einmal durch. Und auch diesen Artikel finde ich super für Schultüten. Wenn man nämlich einen ganzen Bobo-Look kreieren möchte, kann man daraus die Schultüte machen, passend mit der Bobo-Spitze. Ich zeige es hier an. Die Schultüte dekorieren oder aber auch ein super schönes Kleid oder ein Hemd draus machen und schon hat man einen super tollen Bobo-Look. Persönlich super schick. Ist ja auch gerade angesagt, wenn man nicht die klassische Schultüte machen möchte, sondern so ein bisschen Bobo-schick, ist das immer eine schöne Alternative, die wir jetzt hier haben. So, und dann kommen wir zu Artikel Carlos. Carlos ist ein Baumwollvlies.
Einige von euch kennen den schon, der ist seit Anfang Januar im Swafi-Sortiment, gibt es in 20 Farben, kommt wirklich gut an und die Qualität ist einfach super schön weich. Also wir haben lange nach einem reinen Baumwollvlies gesucht. Häufig sind es ja irgendwelche Mischungen und wie gesagt, es ist ein reiner Baumwollvlies. Der Reststrumpfwert liegt bei 5-8%, was auch für einen reinen Baumwollvlies relativ gering ist. Und hat 325 Gramm, also ist wirklich eine ganz, ganz tolle Qualität. Habe ich jetzt unterwegs gemerkt, dass sie, einige von euch haben ihn ja schon ausprobiert, dass er sehr, sehr gut ankam. Genau, es gibt ein paar Farben, die tatsächlich schon vergriffen sind. Diese sind aber alle im März wieder da. Aber wenn ihr den Artikel im Shop aufruft, seht ihr auch immer hinter der jeweiligen Farbe, ob sie lieferbar ist oder nicht. Also wie gesagt, die meisten sind relativ zeitnah wieder da. Und ja, ist wirklich ein ganz toller neuer Artikel. Auch hier haben wir nochmal ein Modell, welches Pauline auch zeigt. Ja, hier haben wir ein Troja. Ein richtig schöner Schnitt für diesen Baumwollvlies. Natürlich aber auch die klassischen Vliesjacken kann man damit super machen. Er fühlt sich hier richtig, richtig toll an. Also kann ich ja ganz gerne mal näher ranhalten, dass man die Qualität auch besser sieht. Der ist richtig schön soft. Und, aber trotzdem formstabil. Ja. Also man sieht es hier am Kragen. Man kann damit aber auch super, er ist jetzt nicht zu dick, man kann damit auch super einen Kragen machen, dass man einen sauberen Abschluss hat. Oder hier diese Feinheiten. Ja, sehe ich auch für Decken, ob jetzt generell eine Decke oder auch für Krabbeldecken als Rückseite. Ja. Genau, besten Jacken, Hoodies. Auch der ist vielseitig einsetzbar und ja, wirklich eine ganz tolle neue Qualität. Das war's dann von uns zur Frühjahrsmesse. Ah, genau, ich mache Feierabend. Ja, der Herr Lambers hat jetzt genau. Feierabend. Genau, ich gucke mir schon mal das Swafi-Magazin an. Er sitzt auf unserem ganz tollen Sofa, was wir natürlich wieder auf der Kölnmesse haben werden und damit noch viel vorhaben. Und wir laden Sie natürlich recht herzlich ein, uns in Köln zu besuchen. In der Videobeschreibung hier unten können Sie gerne Ihr kostenloses Ticket anfordern. Das schicken wir Ihnen dann sofort zu und freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns in Köln vor Ort besuchen. Genau, wenn also die Tickets gelten pro Person und sind dann tatsächlich das ganze Wochenende gültig. Wenn ihr zu zweit, zu dritt kommen wollt, auch das ist kein Problem. Die Tickets bekommt ihr von uns. Das ist jetzt Artikel Osaka, der ist auch schon im Shop. Das ist die Herbst-Winter-Kollektion, aber die könnt ihr euch wirklich dann komplett anhand vieler toller Modelle dann auch in Köln anschauen. Die Artikel, die wir jetzt gerade gezeigt haben, die sind dann alle ab dem 16., also ab dem Freitag 9 Uhr online. Wie gesagt, das meiste ist wirklich sofort lieferbar, bis auf die Baumwoll-Webware. Der Artikel Tumba, der ist für Auslieferung Mai und der Kork genau für März. Genau. Alles andere sofort. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Mir hat es mal wieder Spaß gemacht. Ja. Und ja, alles Gute. Bis ganz bald. Und viel Spaß. Genau. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.